Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Dieser Date Video auf meinem Kanal. Wie ihr wisst, geht es auf meinem Kanal häufig um Elektromobilität, um unseren Tesla oder um Solarstrom, Solarenergie, und heute geht es mal um beides. Wie ihr ja wisst, laden wir unseren Tesla sehr gerne hier zu Hause mit der wunderschönen Tesla Wallbox, so wie ich das gerade eben tue. Es gibt dabei nur ein kleines Problem. Wenn ihr hier schaut, man kann praktisch den Ladestrom einstellen. Bei voller Amperezahl laden wir jetzt hier mit 11 Kilowatt. Und das ist natürlich im Moment viel zu viel, denn wir haben einen Novembertag mit bedecktem Himmel. Und wenn ich jetzt mal hier auf unsere Solar Web App schaue, dann stelle ich fest, dass wir im Moment eben nur 250 Watt erzeugen. Und durch diese gut 11 Kilowatt, die wir ziehen, natürlich eine Menge Strom vom Stromanbieter dazu kaufen müssen für 28, 29 Cent die Kilowattstunde. Jetzt ist es gerade wieder teurer geworden zum nächsten Jahr. Die Möglichkeit, die wir dann haben, ist natürlich hier den Ladestrom abzusenken. Ich kann hier bis auf 5 Ampere runtergehen. Dann verringert sich die Ladeleistung auf 4 Kilowatt. Das ist zwar schon viel besser, aber auch jetzt muss ich noch 3,67 Kilowatt von den Stadtwerken dazu beziehen, um hier mein Auto laden zu können. Aber wenn ich mein Auto nicht anschließe, habe ich meistens auch im Winter noch eine höhere Erzeugung tagsüber, als ich durch die normalen Stromabnehmer in meinem Haus verbrauchen kann. Zum Beispiel hier vom 18. November, da sieht man, das Blaue ist das, was ich tatsächlich verbraucht habe, und das Graue ist das, was eben erzeugt wurde. Und netto habe ich dann immer noch Energie an die Stadtwerke abgeführt. Und wenn ich mein Auto lade, muss ich die dann wieder teuer zurückkaufen. Tja, das ist das Problem. Und die Lösung, die kommt jetzt. Und an dieser Stelle gibt es ein kleines Shoutout für die Firmen Hardibart und Fronius. Denn die haben mich auf diese Lösung hingewiesen. Wie ihr ja gesehen habt, habe ich in meinem Keller einen Fronius-Wechselrichter. Und ja, die gute Nachricht ist, es gibt eine Lösung von der Firma Hardibart. Und die schlechte Nachricht, dafür muss meine wunderschöne Tesla Wallbox weg. Sie ist günstig, sieht schön aus, aber sie kann nicht mit unserem Wechselrichter korrespondieren. Und das ist das Ziel unserer heutigen Aktion. Wir bauen hier eine Wallbox hin, die mit dem Wechselrichter korrespondiert und die immer weiß, wie viel Strom übrig ist gerade von dem, was auf dem Dach produziert wird, sodass wir im Grunde am Ende, so ist die Hoffnung, das Auto einfach komplett den ganzen Tag hinstellen können, eingesteckt lassen. Wenn kein überschüssiger Strom da ist, wird keiner geladen. Wenn welcher da ist, wird er einfach in die Batterie reingeladen. Und wir haben sozusagen einen permanenten Speicher, weil im Auto brauchen wir den Strom früher oder später immer. So, hier ist ein schöner E-Golf in unserer Einfahrt. Und der gehört dem Herrn Maul von Hardibart. Richtig. Kaffee hat er auch schon. Kaffee habe ich auch schon in der Hand, genau, kann es losgehen. Und wir schauen uns jetzt erstmal die Situation hier an. Hier seitlich haben wir auch einen kleinen Schlüssel. Okay. Und darüber kann man die Station auch abschließen bzw. deaktivieren. Ansonsten gibt es eben die Verbindung zum Wechselrichter. Genau, richtig. Und kann er sonst noch was zählen oder? Genau, Zähler ist auch mit verbaut, das heißt, es wird gleichzeitig mitprotokolliert, wann wird geladen, wie viel Strom wird geladen, und das Ganze kann man sich dann auch als PDF oder CSV exportieren. So, jetzt kommt sie von der Wand, oder? Genau, jetzt kommt sie tatsächlich weg. Leider haben wir damals bei der Montage der Wallbox sehr eng gemacht. Wir brauchen jetzt hier nämlich noch dieses Kabel für die Verbindung zum Wechselrichter. Ne? Und das passt nicht mehr durch. Deswegen kommt jetzt der Bohrer zum Einsatz. Wir testen mal hier die Länge. 7 Meter oder 4 oder was? 4,5. Ja. Weißt du, wenn dann unser drittes und viertes Auto da vorne steht, ne, in dieser langen Einfahrt hier, dann kommt der Tesla Pickup, der passt da vorne hier zum Beispiel. Genau. Oder vielleicht mein Semi. oder der ID3, der neue Kombi, der ist ja auch schick, dann können wir die da auch dann anhängen. Ja, eigentlich müssten wir jetzt ja nur noch hier ans Netzwerk anschließen, dann könnten wir anschalten und alles würde funktionieren, aber jetzt baust du noch ein Teil ein. Genau, im Endeffekt ersetzen wir den vorhandenen Zwischenzähler gegen einen Fronius-Zwischenzähler. Okay. Das hat den Charme, dass im Endeffekt dann auch sämtliche Leistungsdaten, also was die Wallbox im Endeffekt ins Auto gibt, auch im Fronius-Portal ersichtlich sind. Ist das das neue Teil? Genau. Ein neuer Smart Meter. Genau, richtig. Und auch den FI-Schutzschalter habe ich dir
getauscht. Okay. Für die Tesla Wallbox braucht man hier einen speziellen. In der Elektromobilität muss ich mich auch gegen Fehlerströme aus dem Akku absichern. Mhm. Wenn der Tesla jetzt wirklich irgendeinen Fehler hätte und quasi hier diese Ströme aus dem Akku ins Haus fließen würden, wäre das extrem ungünstig. Mhm. Deswegen braucht die Tesla Wallbox hier einen speziellen FI. Und die braucht die andere nicht? Wir brauchen die nicht, das haben wir alles schon inkludiert. Das was heißt, machst du damit? Verkaufen? Die 350 Euro. Ach. Jetzt wird's spannend. Strom ist drauf. Jetzt kommt noch der Netzwerkanschluss. Okay. Und dann schauen wir mal, wie das mit dem Laden funktioniert. Da ist Strom drauf. Also der Peter hat schon gerade auch in der Software noch einiges eingestellt. Es ist alles verbunden. Wir können alles sehen. Das zeige ich euch morgen bei schönerem Wetter. Oh, zapft ist, heißt es dann wahrscheinlich. So. Vielen Dank, lieber gerne. Peter. Jetzt haben wir unsere Hardy Bart Wallbox da hängen. Danke, gerne. Dass ihr mir das Ding hier zur Verfügung stellt und sogar hier mühevoll angebracht hast. Dankeschön. Ich werde dann berichten. Freue mich. Alles klar. Dankeschön. Ciao. Danke. Ciao. Guten Morgen und herzlich willkommen an einem neuen Tag. Ich habe da hinten so etwas wie Sonne erspäht. Es sieht so aus, als könnte heute ein bisschen Sonne werden. Im Moment hat es immer noch erst 350, 60 Watt Leistung von der Sonne oben. Aber ich versuche das heute mal und stecke jetzt mal den Tesla an und erkläre euch dabei, was es jetzt mit dieser neuen Hardy Bart Wallbox auf sich hat. Dieses Video ist unterstützt von Hardy Bart und auch von Fronius, von denen ich ja den Wechselrichter habe. Und die haben meine Videos gesehen und haben eben gemeint, das könnte eine gute Lösung für mich sein. Einen Wermutstropfen gibt es bei der Geschichte. Es gibt nämlich diesen Knopf nicht, mit dem man den Ladeanschluss öffnen kann. Darauf hat Tesla ein Patent. Insofern öffne ich jetzt das Auto mit der App und schließe dann mal die neue Hardy Bart Wallbox an. So, und was ihr nun sehen könnt, ist, die Wallbox ist angeschlossen, aber sie lädt nicht. Und das liegt ganz einfach daran, dass die Solaranlage noch nicht ausreichend Strom produziert, damit hier die Ladung starten kann. Ich bin gespannt, ab wie viel Watt das Laden starten wird. Ich hoffe vor allem, dass wir heute genug Sonne haben, dass wir das sehen können. Ich kann an der Wallbox umstellen, ich kann sie ausschalten. Dann haben wir natürlich gar keine Ladung mehr. Ich kann auf Eco schalten, dann wird der überschüssige Strom von der Photovoltaikanlage hier eingeladen, allerdings eben erst ab dieser Schwelle von ungefähr 1000 Watt. Wenn ich auf Fast schalte, wird eben mit voller Leistung geladen, unabhängig davon, was die Photovoltaikanlage gerade hergibt. Und ich kann unten im Keller umschalten. Im Moment habe ich einphasig Lichtstrom. Das dürfte so bis 3-4 Kilowatt gehen. Ich kann unten umschalten auf dreiphasigen Gleichstrom und dann habe ich eben die 11 bzw. 22 Kilowatt zur Verfügung, die ich auch bei der alten Tesla Wallbox hatte. So, ich erkläre euch jetzt mal, was ich jetzt mit dieser neuen Wallbox alles tun kann. Einer der entscheidenden Vorteile ist eben, dass ich nicht draußen was umstellen muss oder im Tesla, sondern ich kann hier alles von der Steuerung hier im Browser aus steuern. Wir werfen mal einen Blick auf unsere Solaranlage und sehen eben, dass sie leider im Moment nur 600 Watt produziert. Das heißt, wir müssen 400 Watt zukaufen und haben dann 1 Kilowatt aktuellen Verbrauch. Es wird gerade gekocht und so weiter. Ja, und hier sehen wir, dass hier unser Hausanschluss diesen Verbrauch hat und die Wallbox ist im Moment aus. Woran liegt das? Das liegt daran, weil ich hier den AI-Modus eingeschaltet habe und auf Eco-Ladung bin. Der AI-Modus sagt, dass ich nur dann Strom beziehe, wenn die Solaranlage einen Überschuss produziert, der ausreicht, um die Wallbox zu starten. Und die Wallbox braucht so ungefähr 1400 Watt. Insofern ist das eben im Moment leider nicht der Fall. Wenn ich jetzt den AI-Modus ausschalte, wird im Eco-Modus praktisch das Minimum geladen und produziert. Das geht jetzt gleich hier hoch. 15, 16, 1700 Watt, 1392. Genau damit wird jetzt das Auto geladen. Das ist schon mal ein Vorteil zu früher, weil weniger als 4000 Watt konnte ich früher gar nicht laden. Und jetzt kann ich eben hier auch nur mit diesen 1300 Watt laden. Wenn ich will, dass es schnell geht, dann kann ich hier auf Schnellladung drücken. Und in dem Moment steigt jetzt die Ladeleistung an auf 2700 Watt. Und wir sehen das auch hier, dass wir entsprechend jetzt hier 3800 Watt Hausbezug haben. Und ich habe noch die Möglichkeit, manuell zu laden. Dann kann ich eben hier einstellen, mit wie viel Ampere ich laden will. Ich bin ja im Moment nur einphasig unterwegs mit Lichtstrom und damit komme ich eben hier jetzt auf die maximalen 3,6 Kilowatt, mit denen ich jetzt laden kann. 3,8 sind es jetzt. Das alles kann ich hier von innen an- und ausstellen. Der eigentliche Grund, warum ich die Hardy Bart Wallbox aber habe, ist ja, dass ich den
Überschuss der Solaranlage dann ins Auto laden kann, wenn er anfällt. Ich habe aber diesen Mindestbezug, der hier in diesem Bereich rumliegt, bei 1400 Watt, die braucht er auf jeden Fall. Und jetzt habe ich folgende Möglichkeit, geht es wieder auf Eco-Ladung und schalte den AI-Modus wieder ein. Das bedeutet normalerweise, dass jetzt gleich die Ladung aufhören muss, weil er nämlich merkt, dass er nicht genug Strom übrig hat. Genau, jetzt ist es ausgegangen, wird nicht mehr geladen. Ich habe hier unter Konfiguration die Möglichkeit, einen Referenzwert einzugeben. Wenn ich den bei 0 Watt habe, dann bedeutet es letztendlich, dass eben komplett 1400 Watt gebraucht werden, Überschuss, bis die Wallbox anspringt. Das ist im Winter schwer zu erreichen, da wir selbst an sonnigen Tagen vielleicht mal nur sehr kurzfristig 2,5 Kilowatt produzieren können. Deswegen kann man im Winter hier eben einen Offset einstellen. Das ist praktisch die Wattzahl, die ich der Wallbox gestatte zuzukaufen. Wenn ich die jetzt mal auf 2500 Watt stelle, einfach nur mal, um es euch zu zeigen, dann seht ihr, dass jetzt gleich die Wallbox anspringt, denn ich erlaube ihr 2500 Watt zuzuladen. Abzüglich dessen, was im Haus verbraucht wird, müsste das eigentlich reichen, um die Wallbox zum Laden zu bringen. Das seht ihr jetzt hier auch. Und jetzt wird praktisch geladen mit der Menge Strom, die der Wallbox übrig bleibt, wenn wir 2500 zukaufen. Das heißt, die Wallbox ist jetzt mit 1800 Watt am Start. Ich gehe jetzt mal auf 1800 Watt, schau mal, ob das schon reicht. Mal schauen, was jetzt die Wallbox macht. Das reicht hier also auch noch. Nein, doch, jetzt hat sie abgeschaltet. Das war zu wenig, 1800 Watt reichen im Moment nicht. Es kann natürlich auch sein, dass gerade im Moment die Sonne völlig weggegangen ist und dann habe ich einfach überhaupt keinen Solarstrom und dann reichen auch 1900 Watt nicht mehr. Aber doch, ihr seht hier, ich bin jetzt gerade so an der Schwelle bei 1900 Watt Zukauf. Da ist er jetzt also bereit, wieder die Ladung anzuschmeißen. Also auf jeden Fall mal ein Vorteil zu der früheren Situation, wo ich minimal 4000 Watt einladen konnte und auch dafür eigentlich immer ins Auto sitzen musste und den Vorgang an- und abschalten. Insofern ist das auf jeden Fall schon mal eine schicke Sache. Hier habe ich euch mal 2 Tage aus der Vergangenheit. Da hätte mir diese Anlage schon was genützt. Am 20.10. seht ihr ganz deutlich, wir hatten da die kritische Größe von 1400 Watt ziemlich häufig überschritten. Ich sage mal so ungefähr zwischen 11 Uhr und 16 Uhr hätte die Wallbox immer mal wieder geladen, an- und ausgeschaltet, sodass der überschüssige Strom nicht wie hier grün zu sehen in die Stadtwerke gewandert wäre, sondern in den Tesla. Stattdessen habe ich dann am Abend hier mit 4000 Watt eben den Tesla vollgeladen, komplett Strom, den ich kaufen musste. Oder hier das Beispiel vom 12.11. Alles, was grün ist, wurde eingespeist. Ich habe zwischen 13 und 15 Uhr mit 4000 Watt geladen. Das hätte ich mir sparen können. Stattdessen wäre automatisch irgendwo hier zwischen 11 Uhr und 15 Uhr die überschüssige Energie in den Tesla eingeladen worden und ich hätte nicht so viel, auf jeden Fall nicht so viel zukaufen müssen, wie ich an diesem Tag getan habe. Tja, hier ist also der Tesla und wartet darauf, dass die Sonne rauskommt. Ich werde euch sicherlich zu einem späteren Zeitpunkt nochmal dann über meine Erfahrungen berichten, vielleicht auch erst in ein paar Monaten. Ganz herzlichen Dank nochmal an Fronius und an Hardy Bart, die dieses Experiment und diese neue Anlage für mich hier unterstützt haben. Like dieses Video, kommentiert auch gerne, falls ihr noch weitere Fragen habt. Abonniert meinen Kanal und aktiviert die Glocke. Und seid auch nächstes Mal wieder dabei. Euer Dizetät.